sehr geehrte Damen und Herren. Genau, ich gebe Ihnen jetzt zum Schlüssel, damit Sie Ihre wertvollen Geodaten in die GDI bringen können. Der erste Schlüssel sind die Metadaten. Die müssen irgendwo zugreifbar liegen, wenn jetzt auch von Suchmaschinen gefunden werden können und dem Suchenden oder der Suchenden auch angeboten werden können. Also ist das erste Werkzeug, was wir brauchen, ist ein Metadatenkatalog. Das zweite Werkzeug, das wir brauchen, um diesen Metadatenkatalog zu befüllen, ist ein Metadateneditor. Das sind zwei wesentliche Werkzeuge, die die Basis bilden, um loszulegen. Dann brauchen wir ein Werkzeug natürlich, um die Geodaten über Dienste bereitstellen zu können, also Geodaten-Dienste-Server. Dann braucht man ein Werkzeug, ETL-Tools nennen sie sich. Das ist, dient dazu, um Daten aus dem Quelldatenmodell in ein anderes Zieldatenmodell zu überführen. Ist nicht unbedingt erforderlich, um Ihre Daten in die GDI zu bringen, macht aber Sinn, sehen wir dann gleich später, und für Inspire brauchen Sie zu brauchen. Das nächste Werkzeug, was Sie brauchen, ist ein Qualitätssicherungsinstrument, weil es handelt sich um doch relativ komplexe Aufgaben. Und da brauchen wir Werkzeuge, die uns Menschen erleichtern, uns zu kontrollieren, weil wir machen halt leider mal ab und zu ein paar Fehler und die Werkzeuge sagen uns dann, wo wir diese Fehler gemacht haben, damit wir unsere Daten auch standardkonform bereitstellen können und somit die jeder auch nutzen kann in unterschiedlichen Werkzeugen. Und als letztes brauchen wir natürlich auch ein Werkzeug, um diese Mühen, die Sie sich gemacht haben, auch präsentieren zu können. Und eines der Werkzeuge ist das Geoportal. Da wir das am Schluss auch angucken werden, wenn dieser ganze Prozess durchlaufen ist, was dann am Ende auch ankommt an der GDI. Schauen wir uns zuerst den Metadatenkatalog ein bisschen näher an. Das ist nichts anderes als eine Datenbank. So simpel ist das in dem Fall. Es gibt einen zentralen Metadatenkatalog der GDBW. Also Sie müssen als Geodatensteuer keinen eigenen Datenkatalog aufbauen, sondern können den zentralen Metadatenkatalog der GDBW nutzen. Ihnen steht aber frei, auch einen eigenen Datenkatalog aufzubauen. Machen auch Geodatenhaltestellen, beispielhaft die DLGW, LGRB genannt. Oder auch die Traumordnung. Ja, im nächsten Folgenvortrag werden wir auch die Stadt Freiburg haben, die hat auch einen Katalog, der ist noch nicht angebunden, aber der kommt demnächst noch an. Und wenn die Kataloge dann die werden geharvestet und sind dann in dem Metadatenkatalog der GDI vorhanden und können da zur Suche dann noch genutzt werden. Damit aber die Daten in diesem Metadatenkatalog wandern können, brauchen sie einen Editor. Das kann auch hier ein x-beliebiger Editor sein, der konforme Metadaten erfassen kann. Aber auch hier brauchen Sie keinen Editor selbst aufzusetzen, sondern es gibt auch hier ein zentrales Werkzeug von der GDIBW. Das ist der Metadaten-Editor der GDIBW, den Sie nutzen können, um Ihre Geoinformationsressourcen, Geodaten, Geodatendienste oder auch Geoanwendungen zu beschreiben, in den Daten- und Metadatenkatalog der GDIBW zu überführen und so mit für jeden Nutzer und Nutzerin suchbar und auffindbar zu machen. Dann kommen wir zu einem Werkzeug, das Sie brauchen, wo es kein zentrales Werkzeug gibt für die Bereitstellung. Das sind solche Map-Server, werden die allgemein genannt. Den brauchen Sie, um eben Ihre Daten, die auf irgendeinem Datenserver liegen, zu konfigurieren, in den Dienst zu überführen und dann entweder als Darstellungsdienst oder als Download-Dienst oder als weitere Dienste ins Netz zu bringen, also in die GDI zu transferieren. Beispielhaft hier ein paar Werkzeuge, Software genannt, die QGeo-Server, Google's Map Server, ArcGIS Server und da gibt es auch noch zahlreiche weitere. Da muss man sich halt Daten aussuchen, mit denen man am besten umgehen kann, man dann zum besten zur eigenen Architektur passt. Kommen wir nun zu den Transformationstool, also extrahieren, transformieren und laden von einem Quelldatenmodell in ein Zieldatenmodell. Das dient dazu, um die Daten werden vom Quelldatenmodell extrahiert, kommen durch das Werkzeug, werden da über die Zuordnung, die Sie zuführen, in das Zieldatenmodell dann transformiert. Und Ziel dieser Transformation ist eben eine interoperable Nutzung der Geodaten. Eben, jeder hat für Leitungskataster oder solche Form, aber jeder macht es vielleicht ein bisschen anders. Und somit, wenn ich dann an der Grenze bin, kann ich nicht wirklich, ohne dass ich die aktiv nochmal was ändern, direkt verarbeiten. Wenn die aber gleich im gleichen Zieldatenmodell vorhanden bin, kann ich die sofort nutzen und weiterverarbeiten. Inspire fordert das. Deswegen ist diese ETL-Tools, wenn man Inspire betroffene Daten hat, braucht man solche ETL-Tools auch. Und hier gibt es aber auch unterschiedliche Markt, Open Source, aber auch welche, die kommerziell sind, HeldFME. Man kann das Ganze aber auch über ganzen Datenbankabfragen lösen oder gibt auch noch andere Möglichkeiten, solche Transformationen zu tun.
Wenn man dann all diese Arbeit gemacht hat, macht es Sinn, einen Blick auf das Ergebnis zu werfen, also eine Qualitätssicherung durchzuführen. Aber auch hier gibt es bereits Software, die Sie nutzen können. Das ist einmal der für die Metadaten zu prüfen, der Metavalidator der GDBB. Hier wird eben geprüft, ob die Metadaten, die Sie erfasst haben, standardkonform sind, dass sie von Maschinen und ansonsten gelesen und ausgewertet werden können. Dann gibt es noch von der GDIDE gibt es eine Testsuite, die auch wo Sie Ihre Metadaten prüfen können, aber auch Ihre Dienste prüfen können, ob die OCC-konform zum Beispiel sind. Und es gibt noch weitere Validierungswerkzeuge, die zentral bereitgestellt werden oder in Zukunft bereitgestellt werden, die Sie dann nutzen können, um zu schauen, ist die Arbeit, die Sie getan haben, ist die standardkonform und somit überall universell einsetzbar. Kommen wir dann zu dem letzten Werkzeug. Das wird eben ermöglicht, einen Zugriff auf diese Biodateninfrastruktur zu ermöglichen. Als Beispiel hier das Geoportal, was eben die ganzen verteilten Dienste und Daten, die da rundherum in Baden-Württemberg gibt und sonst auf der ganzen Welt, eben suchbar, findbar und nutzbar macht. Und jetzt steigen wir mal live ein in das Portal und suchen mal ein Beispiel. Eben weil ich Breitband suche, jetzt suchen wir was anderes. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich finde, wenn ich nach oben suche. Finde ich sogar mal in Karten. Ja, als erstes Beispiel zum Beispiel Maps for UW oder Flurnordnung. Naturschutzgebiete, bitte mal da reinladen und dann vielleicht was sehen. Wir dann den SOW oder die Breitbanddaten auch drüber legen kann. Und somit wäre ich dann am Ende und habe dann quasi mit dem Geoportal gezeigt, wie der Workflow endet, wenn von Metadaten erfassen bis zum Dienst bereitstellen und dann den Zugang für Sie als Nutzer ermöglichen. Vielen Dank und für Ihre Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.